Ich denke mal, ihr konntet das sehr, sehr gut sehen. 8000 Teile, das ist eine gewaltige Herausforderung. Das bisschen habe ich jetzt hier zum Arbeiten und ansonsten stehen hier Schüsseln über Schüsseln. Ich bin von den Tellern, bin ich dann weggegangen und habe mir dann hier diese Pommesschalen besorgt. 80 Stück, um genau zu sein, und ich glaube, ich habe noch drei oder vier, wo nichts drin liegt. Also hier kann ich im Grunde genommen jetzt schon sagen, wer noch nie einen Bausatz in der Hand hatte, kauft euch was anderes. Also das ist eine sportliche Geschichte. Alleine das Sortieren hat schon mehrere Stunden gedauert, und dann sind hier so kleine Gimmicks mit dabei. Wer schon mal Steine aus China hatte, der weiß das, dass alleine diese Teilchen hier, die kommen nicht so, wie sie hier in der Schüssel sind. Die kommen dann als Dreiteiler. Das waren alles in allem auch schon gute 2 Stunden Arbeit, alleine diese Teile zusammenzustecken. Ansonsten, hier steht links, rechts, überall was rum. Was bei dem Bausatz nicht dabei war, das habe ich mir dann aber schon geholt. Das ist diese Riesenbatterie an Batterien. Da könnt ihr ja gerne selber ausrechnen. Es sind zwei, vier, ich glaube, 6 Batterienboxen und 2 Empfänger. Das schafft man also nicht mit 4 Batterien. Da braucht man die ein oder andere mehr. Bei den Teilen als solches kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass da was fehlt. Was ich aber augenscheinlich jetzt schon sagen kann, das Ganze wird im Used Look sein. Also hier sind wirklich sehr, sehr viele, gerade von den Platten hier. Man sieht es, denke ich mal, aber der sieht man es sowieso recht schwer. Ich nehme mal eine schwarze. Ich halte euch die mal ran. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich erkennen, wenn ich die mal so ein bisschen hin und her wackel. Also das ist alles wirklich ordentlich zerkratzt. Bei den Steinen sieht das wirklich nicht anders aus. Also die Oberflächen stark verkratzt, so wie es bei mir hier angekommen ist. Ob die Motoren und alles funktionieren, da lasse ich es drauf ankommen, da warte ich drauf. Und was ich auch gesehen habe, das war sogar gleich das Erste, was mir in die Hand gefallen ist. Ich hoffe, ich reiße jetzt hier nicht gleich alles wieder um. Das ist dieser Reifen. Von hier hinten kann man es sehen. Also der hat die Maschine nicht astrein verlassen. Da fehlt die Hälfte. Ich lasse den jetzt erstmal so, wie er ist, und hoffe, dass ich den irgendwo auf den Kran verstecken kann. Ansonsten muss ich da wirklich mir Gedanken drüber machen, ob ich das nicht alles gegen Lego-Reifen austausche. Ich denke mal, das Ganze wird auch so schwer sein, dass die Räder sich platt stehen werden. Ist aber momentan nur eine Vermutung. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, bis wir das rausfinden. Und ich würde sagen, diesen weiten Weg, den möchte ich jetzt ganz gerne starten. Ich werde euch immer mal wieder einen Einblick in das ganze Modell bringen. Ansonsten wird es diesmal mit Sicherheit sehr, sehr viel Speedbuild geben. Wie viele Videos das Ganze dann werden, das kann ich noch gar nicht sagen. Ist auch ein bisschen abhängig davon, wieso die Lust mal vergeht oder wie sie gerade vorhanden ist, wie die Zeit gerade vorhanden ist. Ist ja auch immer eine interessante Frage. Das weiß man im Vorfeld ja nie. Wie viel Zeit bekommt man hier so am Tag, um da so ein bisschen hin und her zu bauen? Oder auch nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt mal ein bisschen stille. Ihr hört meine schöne Musik und ich baue in der Zeit ein bisschen. Thank you.
89 Bauschritte und ich denke mal, ein bisschen was steht hier schon, ein bisschen was kann ich schon erzählen, außer dass es hier immer enger wird bei mir auf dem Schreibtisch. Also was man wirklich ganz klar erkennen kann, vielleicht hatte ich das eingangs erwähnt, aber ich glaube nicht, der Tyrone, der hat auch einige Zeit für Lego gearbeitet als Designer und das kann man hier in diesem Bausatz auch wunderbar erkennen. Es ist also dafür, dass es mit Chinastein gemacht wird, wirklich enorm stabil, teilweise aber auch sehr, naja, man braucht Gynäkologenfinger, muss ich mal teilweise sagen. Also es ist wirklich, ich drehe es mal um, ich komme jetzt mal nah ran, also mit der Kamera in der Hand oder so, möchte ich mir bei dem jetzt erstmal nicht angewöhnen, ist doch ein bisschen wenig Platz hier. Es ist gerade hier mit der Lenkung, ist es ja wirklich so, ich kann das alles noch nicht so wirklich zeigen, weil es noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber es wird ja so sein, dass alle Achsen gleichzeitig lenken können. Aber trotz alledem ist es auch so, ich versuche das einfach mal, ich kann euch das vielleicht schon zeigen, dass es einen Fahrbetrieb gibt, wo dann eigentlich nur die Achsen lenken, die man auch zum Lenken benötigt. So, oder ich brauche halt alle. Das Ganze zusammenzustecken ist teilweise wirklich sehr kompliziert. Was das Bauen auch nicht unbedingt einfach macht, ist die Bauanleitung. Es ist keine Bauanleitung nach LDD, wo man also wirklich noch raten muss, in welcher Form wird jetzt irgendetwas aufgebaut. Aber man erkennt es teilweise wahnsinnig schlecht, wo das Ganze hingesteckt wird. Was dieses Erkennen auch noch ungemein erschwert, das ist, ich habe ja diesen Konvolut an Steinen, nenne ich es mal, in China bestellt. Und in China ist man jetzt hergegangen, wenn es eine 7er Achse gibt, in Grau, Schwarz, Gelb, so wie hier, dann interessiert die das nicht. Die packen das einfach alles in Gelb. Oder die 6er Achse, die brauche ich in, nee, die 6er ist es nicht, was es war, die 4er war es, die bräuchte ich in Unmengen in Schwarz. Ich habe sie aber nur in Rot. Das macht mir das Bauen natürlich um einiges schwieriger, weil wenn ich in die Anleitung gucke, wo jetzt eine schwarze Achse sein müsste, dann ist da bei mir eine rote, das heißt wieder dreimal gucken. Also bis hierhin wirklich nichts für Anfänger. Die Anleitung könnte das vermuten lassen, aber man muss teilweise wirklich wahnsinnig viel gucken, wo könnte es hinkommen. Wie muss das mit den Stangen, dass sich das später auch alles bewegt, das ist nicht immer unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen. Teilweise gibt es Pfeile, teilweise aber auch nicht. So, das wollte ich euch bis hierhin schon mal gezeigt haben, dass ihr nicht nur stumpf hier den Speedbuild gucken müsst. Ich fange jetzt im Übrigen auch schon an, die ersten, ich nenne es mal Deko-Elemente anzubringen. Also es kommen schon die ersten Kotflügel, also es passiert schon ein bisschen was Gestalterisches, nicht nur Technik, was teilweise auch wirklich sehr zäh ist. Aber ich denke mal, 2 Jahre noch, ich hab's. Gut, ich würde sagen, ich baue jetzt mal weiter. Wann ich das Video hier enden lasse, das kann ich euch nicht sagen. Das mache ich so ein bisschen abhängig davon, wann ich keine Lust mehr habe, aktuell zu bauen. Ich mache das wie beim ersten Video. Es hört dann einfach auf, Fortsetzung folgt und dann in 2, 3 Tagen versuche ich euch dann das nächste Video hinterherzuschieben. Denn auch ich möchte ja doch irgendwann auch wieder Platz hier an meinem Tisch haben für andere Dinge. Thank you.
113 Bauschritte sind hier getan, gebaut und 22 Abschnitte, so nenne ich es mal. Also es ist so, man hat einen Bauschritt und darunter kommen nochmal die einzelnen Unterbauschritte. Also haben wir hier im Prinzip Bauschritt 113 und Teilstück 22. So zieht sich das durch. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viele Bauschritte es insgesamt sein werden. Das erzähle ich dann zum Schluss. Zwischenzeitlich ist das erste Video, in dem ich da so ein bisschen was erzählt habe, wie das Ganze zustande gekommen ist, online. Und ihr habt mich mit euren Kommentaren dann doch so ein bisschen überrannt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, okay, das wird so ein Video, das dümpelt so ein bisschen bei mir in der Playlist mit rum, weil ich ja doch mehr so Richtung Bluebricks meine Augen immer habe. Also erstmal vielen, vielen Dank für die sehr freundlichen Kommentare, die da gelaufen sind. Auch die ein oder andere kleine, gut gemeinte und gut geführte Diskussion habe ich gesehen. Auch da vielen Dank, dass das nicht in persönlichen Beleidigungen ausartet, wie auch immer, was man ja leider immer mal wieder vorfindet. Die größte Reaktion, bei der ich mich mal kurz bedanken möchte oder bei der ich mich allgemein bedanken möchte, das ist der Hans. Der Hans, der hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe davon gesehen und gehört, dass das eine Crowdfunding-Aktion gewesen ist. Kann ich mich da noch beteiligen? Ja, darfst du, habe ich geschrieben, das geht. Je größer die Gruppe, desto kleiner wird es im Allgemeinen mit der Gesamtsumme. Was ich zum Schluss mit diesem Kran mache, weil der gehört ja nun mal wirklich mehreren Leuten, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich denke mal, ich mache hier ein Museum auf, jeder darf mal kommen und spielen. Spaß beiseite, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, aber da werde ich mir noch was einfallen lassen, was mit dem dann zum Schluss passieren wird. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. So, dann das Thema Anleitung. Das Anleitungsproblem ist ziemlich oft angesprochen worden. Ich habe auch private WhatsApps bekommen, dass ich da mal gucken soll, dass es bei Jobob zum Beispiel dieses Set zu kaufen gibt und dass dort explizit gesagt wird, ohne Anleitung. Ich bin daraufhin neugierig geworden und habe mal meinen Händler, bei dem ich die ganzen Steine bezogen habe, einfach mal dumm gefragt und habe gesagt, so, jetzt habe ich deine Steine. Ich kann es aber nicht bauen, weil ich ja gar keine Anleitung habe. Und hatte gehofft, jetzt kommt der Hinweis, nö, eine Anleitung habe ich auch nicht, die musst du da und da kaufen. Pustekuchen, es dauerte ungefähr eine Stunde. Da habe ich einen Download-Link bekommen und da konnte ich mir dann 1 GB PDF runterladen. Habe ich natürlich gemacht, weil mich das jetzt mal interessieren wollte, wie dreist oder wie weit geht da der chinesische Markt. Und er geht sehr weit, er hat es einfach kopiert. Ich mache das hier oben mal. Nur mal eben kurz das Deckblatt von der Bauanleitung, das bringe ich euch da rein. Da könnt ihr dann sehen, es ist also wirklich die Mühe auf sich genommen worden. Man hat mal eben schnell den eigentlichen Designer entfernt, sodass man da also auch nicht mehr sieht, wo kommt es her, wenn man da nicht selber im Vorfeld die Recherche betrieben hat. Also hier gibt es dann eine ganz stumpf kopierte Bauanleitung, 1:1 kopiert. Ich habe es ja angesprochen, ich habe die Originale hier. Ihr seht ja auch das Bild, daran könnt ihr dann also wirklich Original und Fälschung unterscheiden. Auch wurde ich darauf angeschrieben, man kann doch die Bauanleitung bei Amazon kaufen für 8 Euro. Warum hast du so viel Geld ausgegeben? Auch das bei Amazon gehe ich jetzt mal einfach davon aus, ich habe sie nicht gekauft und ich werde mir jetzt auch nicht noch eine PDF kaufen. Das führt dann ja doch ein bisschen zu weit. Auch das, denke ich mal, kann nur eine Kopie sein. Derjenige, der da drin steht. Oder es ist eine so abgewandelte Bauart, dass es vielleicht ein komplett anderes Modell ergibt. Aber da kann sich ja mal vielleicht jemand melden, der das Ganze gekauft hat, dass man da mal gucken kann, wo sind die Unterschiede. Dann gab es noch einen kleinen Diskussionspunkt, da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, dass da gesagt wurde, ui, der Chinese klaut die Anleitung, aber der Designer hat das Design bei Liebherr geklaut. Somit steht der Designer nicht einen Schritt über oder unter dem Chinamann, beide haben geklaut. Sehr interessante Frage, kann ich natürlich hier nicht stupide beantworten. Ich habe aber diese Frage auch direkt am Anfang gestellt, weil auch mir das natürlich durch den Kopf gegangen ist und auch Giron ist da freundlicherweise drauf eingegangen und hat geschrieben, ich habe Liebherr kontaktiert und ich habe ihnen eine Partnerschaft angeboten, wollte Liebherr aber nicht. Also das ist das, was ich per E-Mail dann erfahren habe. Also es gab diese Anfrage, ob da Liebherr Interesse hätte, eine Partnerschaft, eine Kooperation, wie auch immer, mit dem Designer einzugehen.
Das wurde seitens Liebherr dann aber abgelehnt. Ich denke mal, dass der einzelne Designer dann für so ein großes Weltunternehmen auch einfach zu klein ist, um da eine Partnerschaft anzugehen. Ob man da jetzt sagen kann, okay, wer nicht will, der hat schon, dann mache ich das, wie ich möchte. Es ist und bleibt ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema. Das habe ich in meinem ersten Video aber auch gesagt, da bin ich Kunde, da müssen sich bitteschön andere Leute drum kümmern. Auch ich kann nicht ins Kühlregal gehen, kaufe mir einen Joghurt und muss mir dann Gedanken darüber machen, boah, hat Danone jetzt bei wem auch immer die Rezeptur geklaut, weil sie ja doch identisch schmecken und fast gleich aussehen. Also das ist so ein breites Spektrum, da hänge ich mich lieber nicht rein. Ich habe im Vorfeld geschaut, dass ich die Sache wirklich fair für alle Mann handhaben kann. Da bin ich der Meinung, das ist mir auch gelungen, dieser Spagat. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt nur mal kurz hier eingeblendet, wollte das mal loswerden. Also das hat mich wirklich sehr beschäftigt, was da alles geschrieben wurde. Deswegen habe ich jetzt mal eben schnell hier eine Baupause gemacht, habe mir das von der Seele geredet, meine Stichpunkte, die ich hatte, abgearbeitet. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter, damit es dann irgendwann mal fertig wird und ich den Tisch auch wieder für andere Sachen benutzen kann. Und das Video, das läuft irgendwann einfach aus und der nächste Teil geht dann in ein paar Tagen auch einfach so weiter, wie es aufgehört hat. Vielen Dank bei euch für euer Interesse oder für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und jetzt wird weitergebaut.